wieder Freitag. Aber an diesem Freitag wollen wir trotz alledem noch mal viel leichteres Leben nach Hause bringen. Und dazu begrüße ich Sie wie immer natürlich ganz herzlich. Schön, dass Sie dabei sind. Und Sie können sich auch wieder auf die nächste sehr abwechslungsreiche Stunde freuen. Obwohl auch hier die Themen wieder alle ineinander übergreifen. So kann man es schon sagen. Denn es geht auf der einen Seite um Verreisen. Es geht um Träume. Es geht auch hier um Träume, die man sich ins Leben holen kann. Und da haben wir heute Petra Zankel zu Gast. Sie selber ist Schamanin, Lebensbegleiterin, so nennst du dich ganz gerne. Und du nimmst die Menschen mit zu Traumzielen und wirst nicht nur auf Traumziele gehen in deinen Reisen, sondern eben auch tief in die Seele blicken und Menschen ein gutes Gefühl nach diesen Reisen auch mit nach Hause wiedergeben. Wie du arbeitest, wie du zur Schamanin geworden bist, darüber werden wir uns natürlich unterhalten. Und ja, das hat was mit Träumen zu tun, denn ein ganz großer Traum von Ilona Penner war es schon immer, Schriftstellerin zu werden. Und diesen Traum, den hat sie sich auch erfüllt. Sie ist Autorin, sie hat ihre neuesten Bücher mitgebracht, aber sie schreibt nicht nur Romane, sondern auch die Poesie liegt ihr sehr am Herzen. Und auch da werden wir einen kleinen Einblick in ihre Arbeit, in ihr Leben bekommen. Und da sind wir wieder bei den Träumen, denn wir haben eine Traumanalytikerin zu Gast. Cansu Weinand ist ins Studio gekommen. Sie selber ist ja auch Lebensberaterin bei unserem Partner Questico und sie wird heute mit uns mal den einen oder anderen Traum genauer analysieren und was uns Träume wirklich auch zu sagen haben. Also ich habe Ihnen versprochen, eine abwechslungsreiche Stunde, die Sie erwartet. Und wir wollen gleich mal ein bisschen mehr die Petra Zankel kennenlernen, eine Schamanin. Wenn ich dich jetzt so angucke, Petra, nimm es mir nicht übel. Als Schamanin würde ich mir ein bisschen anders vorstellen. Du siehst aus wie eine ganz bodenständige Person, aber trotz alledem hast du dich als Schamanin ausbilden lassen, ja? Ja gut, das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun, ne? Und Schamanismus hat ja auch viel mit Erde zu tun, ja? Mit den Elementen allgemein und für mich ist es trotzdem wichtig, sehr bodenständig zu sein, um auch die Menschen da abzuholen, wo sie gerade stehen, um ihnen zu helfen, in Entwicklung zu kommen oder auch belastende Themen loszuwerden. Wie muss man sich den Schamanismus, wie muss man sich deine Arbeit vorstellen? Das hat ja schon so ein bisschen was Mystisches, das hat was mit einer anderen Kultur zu tun, mit der wir uns als Deutsche, als Europäer vielleicht gar nicht so richtig auseinandersetzen können. Also ich meine, Schamanismus hat ja ganz tiefe Wurzeln. Für mich ist es die älteste Religion der Welt. Und man findet überall auf der Welt, in allen Kulturen, dieselben, wie soll man sagen, dieselben Elemente, beziehungsweise, also von den Elementen mal ganz abgesehen, also Feuer, Erde, Wasser und Luft, sondern es hat immer wieder dieselben Wurzeln. Es hat immer, das ist egal, ob ich jetzt in Russland bin, in Südamerika, ob ich mich mit dem Schamanismus in Grönland beschäftige oder einfach auch unsere keltischen Wurzeln. Das ist im Endeffekt, hat es alles mit Schamanismus zu tun. Es hat damit zu tun, wie wir im Endeffekt unsere Seelenreisen auf dieser Erde, wie wir sie wahrnehmen, warum wir heute hier sind, was im Endeffekt auch vielleicht im vergangenen Leben war. Also es ist richtig allumfassend. Es ist eigentlich die Heilung der Seele. Ne? Also eigentlich ist ein Schamane ja auch in irgendeiner Form ein Heiler, ein Druide, ein Mediziner, ein Mensch, der Körper, Geist und Seele wieder zusammenbringen möchte. Genau, weil das natürlich auch damit zu tun hat, weil dass ja die Elemente sind, also eine Krankheit hat ja immer auch ein Symptom und das hat immer auch wieder mit Körper, Geist und Seele zu tun und mit dem Hier und Jetzt und mit vergangenen Dingen. Und genau, ihr arbeitet ja nur mit eben Techniken und das ist dieses Spannende natürlich am Schamanismus, mit Techniken, die mal eine Zeit lang vielleicht nicht mehr so sehr angewendet worden sind, aber die im Ursprung natürlich Menschen schon immer weitergeholfen haben. Das heißt, ihr holt wieder dieses alte Wissen nach vorne und arbeitet in einer ganz anderen Zeit, in einer neuen Zeit der Energien mit diesen alten Methoden und die funktionieren gerade jetzt besser denn je wahrscheinlich. Ich denke, sie haben immer funktioniert, aber die Menschen werden immer offener dafür. Und zum Schamanismus
gehört zum Beispiel auch die Arbeit mit der Erde, mit den Energien der Erde, um einfach auf festgesetzte Themen frei werden zu lassen. Und das mache ich zum Beispiel auch auf den Reisen. Also auf den Reisen suche ich mir Plätze, die eine ganz hohe Energie haben, die ich auch vorher besuche, wo ich im Endeffekt auch mit Heilern vor Ort zusammenarbeite oder mit Schamanen vor Ort. Genau, du bietest nämlich, vielleicht müssen wir das ganz kurz nochmal erklären, spirituelle Reisen an, das heißt die Reisen der etwas anderen Art. Du besuchst tolle Länder, du besuchst tolle Gegenden, aber Gegenden, die eben noch eine gewisse Mystik haben, die noch eine gewisse Kraft und Energie ausstrahlen, um Menschen dort ja auch in einen meditativen, in einen ruhigen Zustand zu bekommen und das eben ja, auf schönen Reisen zu schönen Zielen. Sicher. Na, sind auf diesen Reisen, da geht es auch darum, ein bisschen das Land kennenzulernen, die Menschen kennenzulernen, ein bisschen was von der Kultur und von der Historie zu erfahren. Aber auch auf ganz bestimmten Plätze zu gehen, also die einmal vielleicht kulturell waren, wie jetzt in Irland jetzt Stonehenge oder in England Glastonbury, also wo es einfach auch Plätze gibt, wo einfach schon mal über Jahrhunderte was gewachsen ist, wo vielleicht auch Kultplätze waren. Aber das ist nur eine Facette dessen. Mir kommt es auch darauf an, hochschwingende Erdenergien zu fühlen und zu spüren. Ne? Und da gibt es einfach Energien, die so stark sind, dass wenn Menschen darauf stehen, dass sie einfach zu tun haben, überhaupt noch das Gleichgewicht zu halten. Weil einfach da hohe Energien sind, die auch reinigen und klären können, wo Menschen auch in Prozesse kommen. Und für mich ist es immer ganz spannend, diese Plätze zu finden. Lichtenergien, also das ist ja auch ein ganz großes Thema, mit dem du zusammen, also mit dem du arbeitest. Ja. Und das Interessante ist, du hast wirklich auch ein Klientel von alt bis jung, von egal welche Berufssparte. Es sind Menschen, die sind offen, die wollen einfach Kraft tanken. Ja. Und denen ist es eben bewusst, dass es manchmal mystische Orte gibt, wo eine ganz besondere Energie schwingt. Das können wir, glaube ich, alle so ein bisschen nachvollziehen. Ich vergleiche das immer, wenn wir in eine Kirche gehen, dann spürt man doch, dass in einer Kirche eine ganz andere Energie herrscht als in einem Krankenhaus zum Beispiel. Also man spürt die Energien, man weiß, was in diesen Räumlichkeiten vielleicht wirklich auch passiert ist. Und genauso ist es draußen in der Natur. Auch da kann man eben diese positiven Energien aber für sich dann nutzen. Ne? Genau, aber ich gucke mir die Plätze vorher an. Weil nicht jeder kraftvolle Ort muss unbedingt positiv sein. Ne? Es kommt immer ganz darauf an, was vielleicht dort stattgefunden hat, wie die Umgebung ist. Es ist manchmal auch so, dass man auch belastet von einem Ort weggehen kann. Also ich suche mir die Plätze schon aus, die hochschwingend sind, damit das jeder auch seinen Profit hat. Und da kann alles passieren. Da können sich Themen lösen, dass jemand in Prozesse kommt und ich mit dem weiterarbeite. Ich habe nie sehr große Gruppen, sodass ich im Endeffekt auf jeden Einzelnen eingehen kann. Und es kann aber auch passieren, dass man Dinge wahrnimmt, die alle beschäftigen. Und jeder nimmt natürlich Energien anders wahr. Also ich vergleiche das mal mit einem Erlebnis, das mir passiert ist. Wir haben hier in der Nähe von Berlin die Belitzer Heilstätten. Das ist eigentlich eine Lungenkrankheit gewesen in den 20er Jahren, wo es ums Wohlergehen gegangen ist, wo eine gewisse Elite ja, irgendwie auch ein paar schöne Urlaubstage zum Thema Heilung verbracht haben. Und auf der anderen Seite, während den Kriegszeiten war es ein Lazarett, das heißt mit sehr viel Leid, mit sehr viel Schmerz verbunden. Und ich war mit einer Freundin dort und wir haben beide diesen Ort eben komplett anders aufgefasst. Für mich war es ein Ort des Schmerzes, des Leids, des Schreins. Und für meine Freundin war es der Ort, wo man gesagt hat, da flanieren die Leute, die werden auf eine ganz schöne Art und Weise wieder zur Gesundheit gebracht. Und so ist bei jedem irgendwie eine Schwingung anders. Das wirst du vielleicht auf deinen Reisen auch schon mal erlebt haben. Wie du dann damit umgehst, das wirst du uns gleich noch erzählen. Und du hast tolle Bilder mitgebracht. Das heißt, sie können sich in die Ferne träumen heute mit uns. Denn über einige dieser Bilder werden wir natürlich genauer reden. Und dann wirst du auch noch ein bisschen was erzählen, was du auf deinen Reisen machst. Denn man kann jetzt auch wieder eine Reise buchen bei dir. Da geht es nach Teneriffa. Also das ist so die Reise, die jetzt auch
wieder angefangen oder ansteht. Und das ist ja auch ein sehr, sehr großartiger Ort. Wir haben auch eine Lebensberaterin, die lebt auf Teneriffa und erzählt auch immer von der Mystik des Landes. Und da geht die nächste spirituelle Reise hin. Und du verlost ein Seminar auf Teneriffa bei dir, und wer dieses Seminar gewinnen möchte, genaueres erzählen wir gleich noch, der kann natürlich heute mitmachen, aber nicht nur das gibt es in dem Paket, sondern es gibt auch die passende Lektüre, denn unsere Autorin Ilona Penner, die hat ihre Bücher mitgebracht und auch die sind in diesem Paket heute enthalten, also es lohnt sich wirklich 50 Cent in einen Anruf zu investieren, und Sie müssen nur eine ganz einfache Frage beantworten. Wir wollen heute wissen, unsere Sendung heißt Leichter fegen, Zeit für dich, oder leichter leben, Zeit für mich. Unter den bekannten Telefonnummern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind wir für Sie zu erreichen. Bis 15 Uhr ist der Anrufbeantworter geschaltet. 18 Jahre sollten Sie sein. Das mit den 50 Cent, glaube ich, habe ich bereits erwähnt. Dann reicht es jetzt, wenn ich in die Daumen drücke, sage toi, toi, toi. Lassen Sie es krachen. Ilona Penner, bei uns zu Gast. Hallo. Hallo. Ein bisschen zart ist sie noch. Ich glaube, ich habe selten einen Gast wirklich erlebt, der wie ein geprügelter Hund zu uns ins Studio gekommen ist, weil sie so aufgeregt ist. Bin ich, aber ja. Ich habe dir gesagt, atme tief durch, es kann nichts passieren, denn wir werden uns über das Thema unterhalten, was für dich in meinem Leben einen so großen Stellenwert hat, nämlich das Schreiben. Und es war schon immer so. Also du kommst aus einer Großfamilie, das muss man sagen, 8 Geschwister. War das der Grund, warum du dich zum Schreiben ab und zu mal zurückgezogen hast? Glaube ich nicht. Das war einfach da, das Schreiben. Das habe ich als Kind schon gemacht. Ich habe einen Hund genommen, ich bin raus aufs Feld, habe den Himmel hochgeschaut, habe meine Gedichte geschrieben. Das war schon immer in mir drin, also Schreiben. Also ich bin auch die einzige von meinen 8 Geschwistern, die schreibt und sich ausdrückt mit Worten. Weil mir das Reden nicht so liegt. Ja, aber manchmal ist es ja einfacher, die Sachen niederzuschreiben. Aber trotz alledem musst du ja die Worte finden. Also irgendwo muss es ja doch herkommen, irgendwo muss es ja sprudeln. Ja, beim Schreiben ist es halt so, dass das einfach drin ist, ne, und raus will. Und das macht man dann mit den Händen. Ne? Vom Kopf, von den Gefühlen, alles, was man empfindet und was man sich vorstellt und ruckzuck ist ein Buch fertig. Jetzt ist es natürlich schon auch ein Beruf, wo man sagt, naja, brotlose Kunst ein klein wenig, als Autorin wirklich Fuß zu fassen. In der Poesie natürlich auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Du bist aber jetzt nicht nur in der Poesie zu Hause, sondern du schreibst auch klassische, herkömmliche Romane. Das heißt, ein kreativer Geist muss ja auch in dir stecken. Ja, ich liebe zum Beispiel Psychothriller, schreibe ich. Romane, Liebesromane, klar. Also bei mir ist das Genre sehr groß. Ich bin jetzt nicht spezialisiert auf irgendwelche Themen. Das, was mir einfällt, das, was mich bewegt, wenn ich was sehe auf der Straße, Erlebnis, Worte von irgendjemand, ja, dann ist es da, dann muss es raus und dann bildet sich da ein eigenes Ding draus und ja. Mal wird es dann eher in der Poesie umgesetzt und mal im Kriminalroman, Genau, wie sieht das dann aus? Ich bringe sehr gerne Männer um. Also in meine Bücher. Das habe ich gehofft. Ja. Das ist eigentlich mein Hauptthema. So Psycho, Scheidung, wie das neue Werk zum Beispiel. Genau, über Ekstase werden wir gleich nochmal reden, denn das ist ein Werk, wo es wirklich auch um Frauen geht, die sich vielleicht ein bisschen identifizieren können und die auf ihre ganz eigene Art und Weise mit dem Thema Scheidung und mit dem Thema Trennung umgehen. Genau. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Jetzt erstmal nochmal zurück auf die Poesie. Also was war als erstes da? Also war es die poetischen Texte und wie wird man dann von der Poesie zur Thriller-Autorin? Es reicht nicht mehr. Ne? Man schreibt seine Gefühle, man hat ja nicht nur das Rosarote um sich rum, man hat ja auch mal einen Zorn in sich, man hat Erlebnisse im Bekanntenkreis, im Verwandtenkreis, bei sich selber. Man muss dazu sagen, Mutter von 6 Kindern. Ne? Ja. Also auch da hast du wahrscheinlich im täglichen Familienwahnsinn genug Situationen, die du in deine Bücher mit einbringen kannst. Oder? Ja, klar. Jeder, 3 Stück sind verheiratet, die sind außer Haus, die Jungs. Die haben ihre Erlebnisse, klar, in der Ehe, außerhalb der Ehe, in der Arbeit. Und beim Autor, also mir geht es zumindest so, dass man immer
mit offenen Ohren durchs Leben geht, ne? Weil du bist irgendwo ständig am Schreiben oder auch am Lyrik machen. Aber wie Gedichte. Schaffst du das als sechsfache Mutter, also wirklich dann auch noch die Zeit zu haben, um dich kreativ auszutoben? Ja, die ersten drei Jungs, die sind ja schon erwachsen, ne? Mein erster ist 38, ich habe jetzt nur noch die drei daheim. Die drei letzten sind da, das geht schon. Die sind ja auch schon so weit, dass du nicht mehr ständig hinterher sein musst. Na gut, musst. Aber seit wann schreibst du? Also, schon immer, schon seit ich denken genau, kann. Genau, das heißt auch schon, als die anderen Kinder eben noch klein und zu Hause waren. Ja. Das heißt, man muss es ja trotzdem irgendwie auf die Reihe kriegen. Nachts habe ich sehr viel geschrieben, wahnsinnig viel, weil da war auch die Ruhe da, die Kreativität, das Denken, das Merken. Du wachst nachts auf, hast irgendwas im Kopf, musst es aufschreiben. Oder wenn sie in der Schule sind. Und es gibt immer Möglichkeiten, wenn man schreibt. Also es ist nicht so, dass man wirklich nur, man schreibt sogar während dem Kochen, sage ich, ne? In Gedanken schreibt man das schon. Und es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Du bist auch jemand, der auch in seiner Biografie viele Höhen und Tiefen mit aufzeigen kann. Das heißt natürlich auch, ist Schreiben für uns alle ja mal Ausdruck, um Dinge von der Seele zu schreiben. Mhm. Wie viel, ich sag mal, Ilona Penner steckt denn selber in deinen Romanen, wenn es um das Männermorden geht? Dann alles. Ja, das sind Gefühle, verarbeitete, natürlich jetzt nicht, dass man Mordgedanken hat, aber man verarbeitet das halt, ne? und denkt sich, hier und dort hätte ich doch auch mal so handeln können, ne? Und nicht erst hinterher, wenn es zu spät ist. Wir werden gleich über die neuesten Bücher, nämlich über Ekstase, reden. Ist das ein Sammelsurium von einer Geschichte oder sind das alles unterschiedliche, ich sag jetzt mal, Kurzgeschichten? Nein, das ist also ein ganzer Roman. Das war so eine Idee von mir, der lag schon 15, 20 Jahre im Schubkasten und ich wollte schon immer ein Konvolut aufgeteilt, das ist aber ein ganzer Roman. Nur sind die drei Damen, jede schreibt ihre eigene Geschichte in der Geschichte, was sie erlebt hat im Trennungsjahr. Na? Da hat jede ihr eigenes Buch bekommen und da habe ich so eine verrückte Idee habe ich da gehabt, schon seit Jahren, dass ich immer Buch das einfach mal auflösen möchte, dass man auch mal drei Bücher auf einmal in die Hand nimmt, aufschlägt und lesen muss. Das ist zum Beispiel, wenn die drei Damen telefonieren, wenn sie ihre Pläne schmieden und dann geht das Telefonat eben mal über drei Bücher. Okay, jedes ist einzeln natürlich lesbar, aber es kommen immer wieder Verzwickungen, Verlinkungen zusammen, wo man wieder an das andere Buch erinnert wird. Und das vierte Buch, da ist nochmal das alles zusammengefasst, obwohl darüber reden wir später, was im vierten Buch vielleicht dann noch kommt, wie es so weitergeht mit dir und natürlich auch nochmal die poetische Ader, die werden wir auch nochmal nach vorne kitzeln, denn das ist nicht nur die Poesie, die du machst, sondern du lässt dich auch von Musik inspirieren, hast auch einen Musiker an deiner Seite, mit dem du eben diese schönen Texte musikalisch zusammensetzt, also Musik zum Träumen, so kann man schon sagen. Und da werden wir natürlich auch nachher noch was zu hören bekommen. Jetzt allerdings machen wir erst ein kurzes Päuschen. Danach können Sie sich auf weiter Träumen freuen, denn dann nehmen wir Sie zu einigen mystischen Orten, zu einigen Orten, die Ihnen ganz, ganz viel Kraft selbst über die Bilder geben werden. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Jeder auf seine Art und Weise fängt ja an, irgendwie Kraft zu tanken. Der eine schreibt sich Dinge von der Seele und kriegt dadurch wieder irgendwie Stärke im Körper. Der andere braucht ein bisschen Hilfe. Hilfe vielleicht auch von einer Schamanin. Petra Zackel ist zu uns gekommen, die diese Hilfe gerne den Menschen gibt und diese Hilfe auch gerne in fremden Ländern weitergibt. Wie bist du selber überhaupt zu diesen Orten gekommen? Also wie gehst du auf die Suche nach diversen Kraftplätzen? Ja, also das begann also 2005 hatte ich die erste Reise gemacht und die Jahre zuvor
waren schon immer, ob jetzt in meinen Behandlungen, in meinen Beratungen, in meinen Seminaren, Menschen, die auch wissen, dass ich gerne reise und denen ich das eine oder andere erzählt habe und die immer gesagt haben, mach doch mal eine Reise. Ich würde gerne mit auf eine Reise kommen. Und dann hatte ich gedacht, naja gut, Teneriffa ist nicht so weit und ich habe da eigentlich gute Freunde. Und dann habe ich die erste Reise dort geplant, habe auch ein ganz uriges Hotel ausgesucht, das dann aber zum Schluss ganz gut ankam. Aber genau, mit Teneriffa. Auch ein ganz wichtiger Punkt bei deinen Reisen. Die Reisen sollen schön, aber für jedermann bezahlbar sein. Also das ist dir auch wirklich wichtig. Man soll sich erholen, man soll in einem schönen Ambiente sein, aber es muss nicht unbedingt der 5-Sterne-Deluxe-Urlaub werden. Sicher nicht. Ich gucke natürlich, dass ich sehr schöne Hotels habe. Dass einfach, sag mal, diese Wohlfühlatmosphäre da ist, dass aber auch alles von der Verlinkung passt. Mhm. Also jetzt, ob jetzt die Fahrten von A nach B, manchmal sind es Rundreisen, das sind dann mehrere Hotels. Es muss einfach alles passen. Mhm. Auch, dass die Orte, die Reisen vorher, da bin ich ja schon mal vorher auch unterwegs, um das einfach auch zu checken, wie das auch läuft. Also es ist viel Organisation, bis so eine Reise steht. Mit Teneriffa fing es an, aber bei Teneriffa ist es nicht geblieben. Sondern ich habe einige Jahre dann Teneriffa gemacht und dann bin ich 2012 den Jakobsweg gegangen, von Sevilla nach Santiago, also die Via de la Plata. Und habe in Galicien dann auch ganz viele schöne Orte kennengelernt und ist dann mal so eine Zeit ein Steckenpferd geworden. Und dann habe ich angefangen, da Reisen anzubieten. Dann 2014 bin ich den Caraway in Irland gelaufen und habe dann angefangen, einfach Irland nochmal von der anderen Seite zu sehen, auch viele Heiler kennenzulernen. War dann fast 4 Wochen nur unterwegs, um Plätze anzugucken. Ich bin wirklich. Genau, ein paar Plätze hast du mitgebracht. Also vielleicht kannst du ein bisschen was zu den Bildern erzählen, die wir da gerade sehen. Also das hier, das ist in Peru. Das ist der Apu Vinicunga. Das sind die Regenbogenberge, wie sie dort genannt werden. Das war ein ehemaliger Gletscher, der über die Jahre dann praktisch abgeschmolzen ist. Und aus vielen Mineralien im Endeffekt besteht und man kann eben diese einzelnen Gesteinsschichten da wunderbar sehen. Es ist ein Naturwunder. Das gehört zu Kolumbien. Also wirklich auch in die Ferne geht es mit deinen Reisen, mit deinen Spirituellen. Lass doch mal ein bisschen Bilder weitergucken. Gleich wieder rausnehmen. Na, hier. Genau, über sowas will ich natürlich auch reden. Das heißt, Land und Leute lernt man natürlich auch kennen und man taucht natürlich auch in andere Kulturkreise ein. Ganz wichtig, vor allen Dingen einfach auch die Schamanen dort kennenzulernen und mit ihnen zu leben. Das ist in Kolumbien, da sind wir in den Dschungel unterwegs, Richtung Ecuador. Also das ist dann einfach auch ein Stück Trekking mit dabei. Und also das sind nicht nur alles Gäste von mir, sondern einfach auch Schamanen, auch Leute, die dort helfen, die dort kochen. Oder weil das sind wir auch dann 3 Tage im Dschungel. Und machen dort auch Zeremonien mit den Schamanen zusammen. Also hier sieht man das ja schon mal mit dem Kochen. Das ist natürlich dann auch ein Erlebnis und man muss natürlich auch offen dafür sein, ganz klar. Aber man ist immer irgendwie in guter Führung, das heißt immer mit Leuten zusammen, die sich natürlich vor Ort auskennen. Ja. Das heißt, selbst wenn jemand ein bisschen Angst hat, gerne aber die Fremde erkunden möchte, ist man natürlich auch mit dir an der Seite ganz gut aufgehoben. Ja, das vorhin war so ein Zeltplatz im Dschungel. Das sieht man hier jetzt auch nochmal. Also wo man praktisch also noch jeder seinen eigenen geschützten Raum hat, weil man kommt dann auch in Erfahrungen durch die Musik, durch die Natur um einfach auch, wenn man mal Ruhe braucht, einfach auch für sich zu sein und
Ja. Man muss ja auch sagen, da wird wahrscheinlich auch sehr viel Emotion nach oben kommen. Also gerade wenn ihr da mit Schamanen zusammenarbeitet, du hast von den Jakobsweg angesprochen und von vielen, die den Jakobsweg gegangen sind, hört man ja, dass das eine sehr, sehr emotionale Reise ist. Das heißt, ohne Tränen wird man das Ende nie erreichen. Ohne Blasen und ohne auch nicht. Ja, aber ich glaube auch Tränen, nicht nur der Schmerzen, sondern wirklich auch Tränen der Emotionen, weil einem plötzlich irgendwie Dinge widerfahren, die man kaum erklären kann, und das hat ja auch was mit Spiritualität zu tun. Ja. Es gibt Sachen, die kann man nicht erklären, genauso wie man Energien nicht erklären kann. Man kann sie nur spüren, fühlen. Und du hilfst den Menschen dabei, also diese Energien auch wahrzunehmen, ne? Ja, sicher. Also wenn jemand noch keine Erfahrung mit Energien hatte, dann nehme ich mir vorher Zeit, mit jedem das einfach mal sie spüren zu lassen, sie fühlen zu lassen, ob das jetzt Energien sind, die wir in und um uns rum haben oder einfach in der Natur. Und Wie man dich findet, meine liebe Petra, wie man zu deinen Reisen kommt, wo man mehr Informationen bekommt, darüber werden wir uns auch gleich noch unterhalten, denn du hast ein großes Reiseangebot auch in der nächsten Zeit, das heißt das Reisebüro der etwas anderen Art, das du heute hier anbietest, nämlich die Reise ins Innere, und wenn Sie da Interesse haben, bleiben Sie bei uns, denn wir werden Ihnen natürlich gleich noch ein paar mehr Informationen geben. Sie wissen ja, Sie können bei so einem Seminar dabei sein, und zwar findet das Ganze statt im nächsten Jahr, ne? Ja, vom 10. bis zum 17. Vom 10. bis zum 17., da geht es nach Teneriffa. Bei diesem Gutschein sind Flug und Hotel nicht enthalten. Es geht um das Seminar, um die Tage, die ich die Menschen auch begleite. Teneriffa ist im Gegensatz zu zum Beispiel jetzt Kolumbien ein Seminar, wo ich einfach auch über Energiearbeit spreche, wo ich den Leuten einfach in einem Seminar beibringe, wie man mit Energien arbeitet, wie man Themen löst. Das ist so einen halben Tag. Einen halben Tag gehen wir raus in die Natur. Und das ist. Und eigentlich verbringen wir auch dann den Abend oft miteinander. Ja, und das ist ja was Schönes. Und das ist also einfach so, dass das so eine geschlossene Woche ist. Und für viele Menschen, die genau Anschluss suchen an Menschen, die eben auch solche Erfahrungen gerne erleben möchten, ist das genau der richtige Weg. Und das ist immer eine Wundertüte, ne? Es kann alles rauskommen. Genau, eine Wundertüte, das ist sehr schön. Über die Wundertüte werden wir uns gleich noch weiter unterhalten. Jetzt machen wir allerdings noch mal ein kleines Päuschen, denn unsere Questico-Beraterin Elisabeth Tadler, die möchte mal eben kurz Hallo sagen, und dann geht's rüber zu einer weiteren Questico-Beraterin. Kanju Weinand ist nämlich zu Gast, und mit der werden wir gleich ein bisschen in die Träume blicken, die nicht immer Schäume sein müssen. Bei mir kommt es in der Beratung auf jeden Fall darauf an, dass ich das gesamte Spektrum habe. Meine Hellsicht, meine Astrologie, die damit kommt, und wenn es dann noch notwendig ist, nehme ich dann auch noch mal die Karten zur Hilfe. Allerdings ist es kein Muss. Was wichtig ist, ich nehme alles zusammen. Es ist auf jeden Fall für denjenigen, mit dem ich kommuniziere, ist es dann ein Rundumpaket, und ich finde es wichtig in meiner Gesamtberatung, dass sich da jeder wohlfühlt. Chansu Weinand ist zu uns gekommen. Sie selber ist natürlich auch Questico-Beraterin. Das heißt, über unseren Partner Questico können Sie sie erreichen. Nicht nur, wenn es um Träume geht, sondern du bist Lebensberaterin, hilfst Menschen auf diversen oder in diversen Richtungen weiter. Aber Träume, die haben es dir selber angetan, denn über Träume kann man Menschen auch ganz gut analysieren, oder? Ja, nicht nur analysieren, sondern tatsächlich Instrumente mit in die Hand geben und sie auf ihrem Seelenweg, auf ihrem Lebensweg begleiten, die Träume. Fangen wir mal von vorne an. Es gibt ja so Menschen, die glauben oder die behaupten, ich träume nie. Das stimmt ja so nicht ganz. Jeder von uns träumt etwa 4 bis 6 Mal jede Nacht. Ach krass. Jeder gesunde Mensch träumt 4 bis 6 Mal, und das ganze 90 bis 120 Minuten lang. Wir erinnern uns meistens nicht. Da gibt es Techniken dazu, wie man das, sich daran erinnern kann. Allerdings, für alle
die denken, sie würden nicht träumen. Das sind gesegnete Menschen, die haben nämlich einen wunderbar tiefen Schlaf und erholen sich einfach im Schlaf. Das heißt, wenn ich mich an meine Träume erinnere, dann hat es mir auch wirklich was zu erzählen. Dann möchte irgendetwas nach oben kommen. Das kann das Tagesgeschehen sein, was am Vortag eben passiert ist, was ich anscheinend noch nicht wirklich verdaut habe. Unser Großhirn, das was für das, dieses Areal, was für das Sehen zuständig ist, ist im Schlaf genauso aktiv wie im Wachzustand. Aber dann weiß ich zum Beispiel schon, wenn ich am nächsten Tag wach werde und ich habe was geträumt, dass man mir irgendwas sagen möchte. Ja, richtig. Mhm. Dass da irgendetwas ist in mir, der nach oben möchte. Das kann übrigens auch direkt die Lösung des Problems sein. Es ist nicht immer so, dass unsere Träume uns sagen, hey, du hast da ein Problem, pass mal auf, sondern dass es die Lösung direkt mitliefert. Es gibt ja die Träume, die machen Sinn. Und es gibt ja auch Träume, wo man weiß, das habe ich in der Nacht aufgearbeitet, da kommen vielleicht ähnliche Themen wieder. Aber manchmal wacht man ja auf und man hat solche skurrilen Träume. Man hat Träume, wo man sich überhaupt nicht erklären kann, was das überhaupt für eine Bedeutung hatte. Verfolgungsträume, Todträume, Träume von Menschen, die man noch nie gesehen hat, von Orten. Vorhin haben wir ja von Kraftorten und so weiter erzählt. Und trotzdem hat man das im Traum zumindest das Gefühl, ich kenne das alles, das können. Menschen, die plötzlich wieder auftauchen, die man 15 Jahre nicht gesehen hat. Plötzlich träumt man von denen und man fragt sich, warum. Genau. Und das sind Menschen, die mit ihren Anteilen uns an etwas erinnern wollen, an unsere eigenen Anteile. Nehmen wir mal einen Traum an, ich träume davon, dass ich meinen Personalausweis suche, dass ich meinen Ausweis suche. Das kann ich direkt fast eins zu eins übersetzen, da ist jemand auf der Suche nach der eigenen Identität. Vielleicht hat man das Gefühl, ich verliere mich gerade in irgendetwas. Ich bin nicht mehr das, wie ich mich persönlich kenne. Unsere Träume haben wirklich immer was zu erzählen. Vorhin hatten wir ja das mit dem Schreiben. Das ist eine der Techniken, wie man sich besser an Träume erinnern kann, wie man das am besten eben angeht. Wichtig ist eben überhaupt zu wissen, jeder von uns träumt. Und dass wir uns an Frequenzen erinnern. Diese Frequenzen, diese kleinen Fetzen können für unseren weiteren Weg ganz, ganz große Hilfen sein. Dann macht es natürlich Sinn, zu einer Analytikerin zu gehen, mit der wirklich Gespräche zu führen. Ja. Aber du hast es ja vorhin schon angesprochen, es gibt Träume, wenn ich wach werde, dann denke ich mir, jetzt würde ich gerne an dieser Stelle genau weiter träumen. Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht. Wenn es gelingt, dann wacht man wieder auf und man hat plötzlich alles wieder vergessen. Wie schaffe ich das? Also dann habe ich habe vielleicht Stift und Papier daneben liegen, aber ich kann mich trotzdem nicht mehr daran erinnern. Stimmt, das ist tatsächlich Übungssache. Die Menschen, die öfters mal in der Nacht aufwachen, können sich besser an ihre Träume erinnern als die Menschen, die tatsächlich durchschlafen. Und das hat, der Traum hat eine ganz, ganz kurze Frequenz von Erinnerung. Man muss tatsächlich 3 bis 5 Minuten sich die Zeit nehmen, liegen bleiben und diesen Fetzen auffangen, was noch da ist als Bild. Es kann ein Geruch sein, es kann ein Geschmack sein, es kann irgendein Gefühl von dem Traum sein. Darauf kommt es übrigens viel mehr noch drauf an, wie auf die verschiedensten Symbole, die im Traum auftreten können. Und wenn man die aufgefangen hat, ergibt sich der Traum manchmal im Laufe des Tages, manchmal im Laufe der Woche, erinnert man sich wieder an den Traum. Kleine Stichpunkte einfach mal aufschreiben. Ganz kleine Stichpunkte. Das kann, also, wenn man sich allein mit dem Thema Träume beschäftigt, setzt sich das in unserem Gehirn schon mal fest. Ja, da ist dieses Erinnerungsvermögen schon mal ein Stückchen weiter, wird schon mal aktiviert. Wenn wir uns einen Block und einen Stift beiseite legen, auf dem Nachttisch oder unterm Kissen, einfach mal dazustellen, wird es nochmal extra aktiviert. Wenn wir in der Nacht aufstehen und tatsächlich von mir aus ein Herzchen hinmalen, nur damit wir uns daran erinnern, du hast gerade was geträumt, oder uns die Mühe machen, noch mit geschlossenen Augen irgendein Wort aufzuschreiben, erinnert sich unser Gehirn Stück für Stück immer mehr. Mhm. Und wir haben ja auch immer das Gefühl, wir hätten gerade ein paar Sekunden geträumt. Auch das stimmt nicht so. Wir träumen 15 bis 30 Minuten lang. Wir erinnern uns nur an kleine Fetzen.
Träume sind nicht immer Schäume, sondern man muss sie auch analysieren. Du bist unter anderem eben Traumanalytikerin, aber nicht nur das, sondern deine Arbeit als Questico-Beraterin setzt sich natürlich auch noch über viele andere Dinge zusammen. Ja, bei mir, gerade über die Träume kommen wir aber über ganz, ganz, ganz viele Themen. Einer meiner Bereiche ist Mobbing, einer meiner Bereiche ist Stalking, einer meiner Bereiche ist, wenn in der Familie, ich bin ja Kinder- und Jugendtherapeutin, wenn in der Familie eben solche Gewalt bis sonstige Probleme, Scheidung, Trennungen und so weiter und so fort. Aber Träume sind immer mit ein Teil der Arbeit. Mhm. Auch die schamanische Sichtweise des Ganzen. Ich bin gebürtige Schamanin, ich bin in einem schamanischen Dorf aufgewachsen. Hilft das alles, ergibt im Endeffekt so ein Gesamtbild. Und die Aufgabe, die ich habe, ist ja, ob bei den Träumen, das ist natürlich eine komplett andere Frage, da geht es darum, in welcher Lebenssituation befindet sich jetzt der Mensch. Wenn jemand, der ständig auf Reisen ist, von Reisen träumt, hat es eine andere Bedeutung wie jemand, der einfach zu Hause ist. Genau, auch das ist wieder individuell. Genau. Also auch da musst du mit vielen Menschen wirklich da analytisch rangehen. Da hört ihr die Hilfe der Traumbücher im Endeffekt auf. Und da fängt die Arbeit des Analysten an. Der schaut sich den gesamten Menschen an, die gesamte Umgebung an, die gesamte Umwelt an und die Lebenssituation an und analysiert eben diesen Traum. Ist ja auch spannend. Es gibt ja so Träume, die immer wieder kommen. Und man fragt sich, was will der Traum mir eigentlich sagen? Und wie du es gerade so schön gesagt hast, da hört vielleicht die Traumdeutung im Internet oder bei Büchern auf. Und dann ist es eben ganz gut, wenn man eine Expertin hat. Wenn so ein Traum immer wiederkehrt, sollte man sich den unbedingt sogar aufschreiben und analysieren lassen. Weil uns die Seele sagt, du hast ja ein Thema, du hast es noch nicht gelöst. Aber ich möchte bitte, dass es gelöst wird. Den Traum, den vergisst man wahrscheinlich nicht, weil er immer wieder kommt. Aber dann ist es halt wirklich auch wichtig, herauszufinden, was will er eigentlich sagen. Was machst du gerade in Berlin? Einfach nur so vorbeigeguckt oder hat es wieder was mit deiner Arbeit zu tun? Ich habe am Wochenende das Seminar Gesprächsführung und NLP, da freue ich mich total drauf. Da bin ich morgen und übermorgen mit meinen Kolleginnen zusammen. Genau, weil man muss immer sagen, unsere mir auch Berlin diesmal etwas genauer anschauen. Berater und Beraterinnen, die bilden sich natürlich immer weiter, machen viele, viele Seminare, die hier angeboten werden, mit, um ihren Erfahrungsschatz noch ein klein wenig weiterzubringen. Verschiedene Techniken noch dazu. Genau, an diesem Wochenende, da sind wieder viele Questico-Berater hier in Berlin, die gemeinsam Zeit miteinander verbringen, nicht nur gemeinsam Zeit, sondern eben auch Erfahrungen austauschen. Vielen herzlichen Dank. Über unseren Partner Questico ist Chansu natürlich auch zu erreichen, also jederzeit mal kurz nachfragen. Kurzes Päuschen machen wir jetzt und dann wollen wir uns nochmal mit der männermordenden Ilona auseinandersetzen. Thorsten Gabriel TV-Shop. Familiensegen, finanzielle Fülle, spirituelle Hellsicht, Liebesglück. All dies und noch viel mehr ermöglicht Ihnen unser Neuzeitschamane Thorsten Gabriel. Er empfängt für Sie aus der göttlichen Liebe Ihre Botschaften und lässt diese erlöste Form in all seine 5D-Produkte einfließen. Alles wird von ihm höchstpersönlich für Sie individuell energetisiert, damit Sie endlich erleben, wovon andere nur träumen. Ilona Penner bringt im Endeffekt auch viele Menschen in Träumereien, denn es sind Geschichten, in denen sich, glaube ich, die ein oder andere Dame wiederfindet. Ob sie es vielleicht genauso lösen wie die Damen in deinem Roman, ist eine andere Geschichte. Aber es geht eben darum, dass man sich ja auch gut fühlen möchte, dass du den Frauen, die vielleicht auch verlassen, betrogen worden sind, sehen, dass sie nicht ganz so alleine sind, oder? Ja, auf jeden Fall, klar. Weil man ist im Endeffekt sehr alleine, ne? Nach so einer Scheidung. Hätte ich das früher auch gewusst, hätte ich es vielleicht auch angewandt. Ich weiß es nicht. Nein, Gott sei Dank, sonst hätten wir uns nicht kennengelernt. Ja, es ist sehr humoristisch, sagen wir mal so. Ne? Man liest es mit einem zugedrückten Auge, sag ich mal. Aber es ist schon so... Scheidungen sind nicht einfach und immer nur so vom Tisch zu wischen. Es ist, man steht einfach da und schaut so, wie geht es jetzt weiter. Und man darf ja nicht aufgeben. Geht nicht. Ne? Man muss weitergucken. Ja, und dann gibt es natürlich tolle Vorbilder oder tolle Filme, tolle Bücher, die einen irgendwie so zum Schmunzeln natürlich bringen. Club der Teufelinnen, einer der besten Filme zum Thema Scheidung, zum Thema Ehebruch, wo wir uns alle irgendwie mit diesen tollen Frauen identifizieren konnten. Mhm. Natürlich das nicht so umgesetzt haben, wie sie es umgesetzt haben, aber gezeigt wurde. Ja. Es geht weiter und wir schaffen es auch eben als eigenständige Person. Ja. Und da bist du jemand, der anderen Menschen über die Bücher natürlich auch Mut macht. Ja, auf jeden Fall. Klar, ich mache mir ja selber damit Mut, mit den Büchern, mit den Geschichten, die ich schreibe. Wie gesagt, vorhin schon,
die Verarbeitung macht es halt aus. Ne? Ja. So, auch ob das Träume sind, wie wir gerade gehört haben, oder eben das Schreiben, man verarbeitet sehr viel damit. Ne? Man ist nicht ganz alleine, sage ich jetzt mal. Ja. So. Es ist wirklich dein Beruf. Viele schreiben ja wirklich so als aus Leidenschaft, so ein bisschen im privaten Bereich, was heutzutage ja auch eigentlich ganz einfach ist, denn man kann die Bücher mittlerweile über E-Books selber verlegen, also man braucht keinen großen Verlag mehr, sich aber dann trotzdem durchzusetzen, trotzdem irgendwie bekannt zu werden. Also wie schaffst du das, dass man den Namen Ilona Penner natürlich schon auch mal gehört haben kann? Ja, mit allem Möglichen. Ich habe jetzt meinen Verlag gehabt. Man hat natürlich Werbung. Man muss ständig dran sein, weil man ist so schnell vergessen. Das ist alles so schnelllebig, muss ich sagen. Es kommen ja keine Ahnung, wie viele Bücher jährlich auf den Markt, ne? Da wo man dann auch einen leichten Überdruss hat, ne? Muss man einfach so sagen. Ja, man muss sich irgendwie natürlich auch irgendwie hervorheben von den anderen. Ja, indem man einfach weitermacht. Ne? Diese Sendung hier zum Beispiel war für mich jetzt auch wieder so eine Möglichkeit. Und man darf halt nicht nachlassen, sage ich immer. Mhm. Also wenn man was erreichen will und sich irgendwo versteckt, kommt man nicht weit. Liest man selber? Gibt es Vorbilder? Also greift man schon auch irgendwie mal zu anderen Autoren und schaut, was die so machen? Also ich nicht. Kann ich nicht. Nee. Das ist so, wie soll ich sagen, das bringt mich vielleicht durcheinander oder weg von meinem. Mhm. Mache ich ganz selten, was ich früher 30 Jahre schon her, sehr gerne gelesen habe, das war Konsalik, solche Dinge. Aber dass ich jedes Buch hole, wo rauskommt oder auch wo Bestseller ist, nee. Sky Dumont habe ich jetzt erst mal gelesen, das war nicht schlecht, auch humoristisch. Aber dass ich jedes Buch, nein, mache ich nicht. Also du willst hier schon selber auch treu bleiben, deine eigene Linie natürlich erfahren und von niemandem irgendwie oder auch gesagt bekommen, dass es irgendwie abgekupfert, weil du kannst immer sagen, ich habe von niemandem abgekupfert, weil ich kenne gar nichts anderes. Ja, und man wird so schnell zum Verurteiler, sage ich jetzt mal, ne, wenn man liest, das hätte er jetzt vielleicht anders schreiben können, finde ich jetzt vielleicht nicht so gut und das will ich nicht. Ne? Genau. Ich will so reinbleiben. Und du hast deine eigene Art zu schreiben. Es geht in Ekstase um drei Frauen, drei unterschiedliche Frauen, die aber alle mit einem ähnlichen Thema konfrontiert sind, nämlich Thema Trennung, Thema Männer, die alle unterschiedlich damit umgehen. Jedes Buch ist einer Frau gewidmet, das heißt, in jedem Buch geht es um eine Persönlichkeit. Mhm. Im vierten Buch finden die da alle zusammen, wird dann irgendwie das Thema Ekstase abgeschlossen oder warum vier Bücher? Das ist eine Geschichte, nur dass die drei, ich versuche das mal zum Erläutern. Die Josie, die Carla und die Rita sind es. Ne? Die wurden unabhängig voneinander geschieden, am selben Tag, in fremde Städten. Und das Typische, der Mann rechnet sich arm, die haben keinen Unterhalt zugesprochen, Kinder waren keine da. Und die haben am selben Tag, auch zur selben Zeit, einen Urlaub auf die Malediven gebucht. Und da treffen sich die drei Damen. Sie erzählen sich ihre Geschichten von der Scheidung, deshalb auch die drei Bücher. Von dem Trennungsjahr, was sie alles angestellt haben und tun sich zusammen und schmieden einfach einen Racheplan, wie sie an das ganze Geld von ihren Ex-Gatten kommen. Und es ist sehr interessant, was da jede erlebt hat. Ich möchte jetzt nicht so arg vorgreifen und alles erzählen, sonst schließt man es nicht mehr. Es geht auf alle Fälle, geht es anders aus, wie der Leser denkt, wenn er anfängt. Okay. Das heißt, es sind drei, vier Bücher, die man zusammen im Urlaub mitnehmen kann, die alle anders sind und trotz alledem ein komplettes Buch daraus machen. Genau. Nur, dass man eben kleine Kurzgeschichten bei der Seite hat. Eigentlich ist der ganze Roman nur aufgeteilt, ne? In vier Bücher. In vier Bücher, ja. Und man muss tatsächlich mal zwei Bücher in die Hand nehmen, um ein Telefonat zu verstehen. Ja. Was ja eigentlich ganz raffiniert ist. Mhm. Das heißt, das ist natürlich die andere Art und Weise des Schreibens, aber das macht dich halt auch ein bisschen anders. Ja. Und es macht dich natürlich auch anders, dass du ein so breites Spektrum hast. Das heißt, es geht eben nicht nur um Unterhaltungsromane, es geht auch um die Thriller, über die wir vorhin gesprochen haben, aber eben auch um die Poesie, die Lyrik, die eine große Rolle in deinem Leben spielt, die du umsetzt mit einem Musiker. Und darüber werden wir uns auch gleich noch unterhalten. Ja. Wo du da die Texte hernimmst, ob es Texte sind, die auch Menschen Kraft geben sollen, wie natürlich auch
das Thema heute mit den Kraftplätzen. Ja. Also ich komme gleich nochmal zu dir. Jetzt machen wir erst ein kurzes Päuschen, denn mein lieber Kollege Jens Garling, der nimmt sie natürlich auch mit. Der möchte Ihnen ja auch Kraft geben. Und unser Jens ist ja im Bereich der Meditation ein ganz, ganz großer. Und dieses große Wissen möchte er gerne mit Ihnen teilen. Wie? Jens, sag's doch einfach selbst. Gibt es etwas, was du besonders gerne machst? Was bedeutet Familie für dich? Was gefällt dir denn an deinem Beruf? Weißt du schon, was Spiritualität für dich überhaupt bedeutet? Welche Eigenschaften gehören zu einer Familie? Was ist dir in einer Partnerschaft besonders wichtig? Lust, dein besseres Leben zu leben, die Veränderung wirklich zu spüren? Dann nimm teil am innovativen Love for Life Workshop in unserer Astro TV App. 6 Wochen vollgepackt mit täglichen Liebesimpulsen und Werkzeugen, um dein Leben nachhaltig positiv zu verändern. Erfahre jetzt mehr unter lp.astrotv.de/loveforlife und starte durch in dein neues Leben. Und ich freue mich schon auf nächste Woche Mittwoch, denn da wird der Jens noch mal ein bisschen ausführlicher über dieses Programm reden, noch mal ausführlicher erzählen, wie Sie wirklich daran kommen, was es alles beinhaltet. Also tragen Sie sich nächste Woche Mittwoch schon mal rot in den Kalender, wie übrigens den Montag, den Dienstag, den Donnerstag und den Freitag auch, aber ist ja klar. Ne? Wir haben die Schamanin Petra Zackel zu Gast, die uns heute schon ein klein wenig mitgenommen hat in die Ferne zu Orten, die sie selber erkundet hat, die ihr Kraft gegeben haben, aber die vor allem auch anderen Menschen Kraft geben soll. Das sind deine Reisen, die du anbietest. Wie findet man dich? Also wo kann man sich Informationen holen? Denn die nächste Reise, die nach Teneriffa, die findet 2020 statt. Du hast gerade gesagt, es ist natürlich auch viel organisatorische Vorarbeit, die geleistet werden muss. Das ist aber nicht die nächste Reise. Die nächste Reise findet nächste Woche Samstag statt auf die Azoren. Ah ja, okay. Mhm. Das heißt, wie oft im Jahr verreist du selber? Ja, relativ oft eigentlich, fast jeden Monat. Ja, ja schon, ne? Ja. Also man kann es auch schlechter haben. Wer Informationen haben möchte, man findet dich im Internet, ne? Man findet mich im Internet unter www.pfade-zu-dir.de. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht sagen, oder? Das hat sich kein Mensch mitgeschrieben. Okay. Ich habe es so gemacht, indem ich einfach nur Petra Zackel gegoogelt habe und bin dann auch auf deine Reisen gekommen. Ich glaube, das ist der einfachere Weg. Genau, und man findet mich im Facebook und... Genau, also es gibt mehrere Möglichkeiten, aber im Internet natürlich kann man sich schon mal die nächsten Reisen aussuchen. Sind denn noch Plätze auch frei in der nächsten Zeit? Also für die Azoren wäre noch ein Platz möglich. Und dann die nächsten freien Plätze sind dann eben Teneriffa im Januar. Das ist aber ein Seminar, praktisch mit einer Kraftplatzarbeit. Das ist anders wie jetzt die Azoren. Das ist eine Rundreise, wo wir auf die Kraftplätze gehen, wo ich eben dort einige Dinge erläutere, aber kein Seminar, wo ich einfach ganz fundamentales Wissen auch noch zusätzlich erläutere. Und im Februar ist Kolumbien dran. Ah ja, okay. Gibt es Reisen, die du auch zum ersten Mal machst? Oder hast du jede Reise, wie zum Beispiel Kolumbien, auch schon mal vorgecheckt? Oder lässt du dich eben von anderen Menschen auch leiten, von Kollegen, von schamanischen Kollegen? Ne, ich check die Reisen schon vorher. Ja, also ich check die Orte. Es sind natürlich jetzt Reisen wie Kolumbien. Da lebt ein Freund von mir, den ich da besucht habe. Da 2016 geheiratet und dort in Kolumbien und habe das dann dort vor Ort entwickelt und hat mich natürlich unterstützt dabei. Und so gibt es immer wieder einfach mal einen Grund, warum ich irgendwo hingehe. Ne? Aber der erste Grund in erster Linie ist natürlich, den Menschen auch wirklich dieses Wissen weiterzugeben, eben auf unterschiedlichen Ebenen. Auf der einen Seite geht es eben um dieses alte schamanische Wissen, auf der anderen Seite eben aber auch um Übungen, das heißt um Seelenheil. Da geht es natürlich auch Themen in sich selbst zu lösen. Ne? Jeder hat so seine eigenen Themen, manche kommen mit Ängsten, andere sind gerade wie in der Trennungssituation, wir hatten darüber... Ja, vorhin auch gehört.
oder sind gerade mit dem Leben verzweifelt, fühlen sich einsam, haben Stress mit ihren Kindern, haben alles Mögliche. Sind es Reisen, oder, die man auch lieber alleine antreten sollte, oder könnte man die auch mit einem auch Paar oder mit Familie ich antreten? Ich habe das auch sehr oft, dass Freunde zusammenkommen oder einfach auch mal ein Paar. Aber ganz sicher ist eigentlich immer, wenn die Reise zu Ende ist, spätestens dann alle echten Freunde. Ja. Also ich habe das nie erlebt, dass da irgendwas Ungutes war. Also da wächst eine Truppe richtig zusammen und das ist. Und ich habe auch sehr viele Wiederholungstäter, die fast jedes Jahr kommen. Weil natürlich auch Menschen mit der gleichen Energie, mit dem gleichen Anliegen natürlich zu dir kommen. Und ich glaube schon, wenn man Menschen dann auf einer emotionalen Ebene näher kennenlernt, obwohl man sich fremd ist, dann wächst man natürlich zusammen. Ja. Bestes Beispiel, Promi Big Brother, das Sommerhaus, da haben wir es ja auch schon mitbekommen, oder? Was da für Emotionen plötzlich irgendwie losgetreten werden. Nein, natürlich, auf den Reisen sieht es natürlich anders aus. Und da ist es ja gut, wenn jemand dabei ist, der eben das Wissen und die Ahnung hat, wie man eben auch erhitzte Gemüter vielleicht manchmal ein bisschen runterkühlen kann. Ach ja, kühlen lässt kann. Sich alles lösen. Und jeder hat auch die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und einfach mal Zeit für sich zu haben. Und es gibt auch eigentlich immer irgendwo auch freie Zeit. Ich weiß jetzt zum Beispiel, ich hatte jetzt im Juni Glastonbury, und Glastonbury ist ja wie Disneyland für alle Spirituellen, ja. Wo im Endeffekt dann doch der eine oder andere wirklich auch mal gerne in den Shop geht, und so, dass ich den ganzen Nachmittag dann auch zur Verfügung gestellt habe, wo kein Programm war, wo die einfach auch mal gucken konnten. Oder genau, es sollen Reisen bleiben, das heißt, man soll auch das Land kennenlernen, man soll auch Spaß und Erholung bekommen, aber es geht eben auch noch um das etwas andere Reisen. Sie können mehr Informationen bekommen, Orientierungspfade, das ist ja auch deine Webseite, das heißt, wer sich da informieren möchte, einfach mal vorbeischauen. Die nächsten Reisen stehen an zu den Azoren. Einer hätte noch die Möglichkeit mitzukommen. Ansonsten können Sie auf jeden Fall dabei sein. Auf Teneriffa nämlich, da gibt es ein Seminar, das heißt die etwas andere Reise. Da können Sie viel Erfahrungen sammeln. Sprenge und wenn Sie sagen, sprenge deine Fesseln, das ist das Motto dieser Reise. Und wenn Sie sagen, den Flug, das Hotel, das ist es mir wert, wirklich mal dabei zu sein und etwas Neues, neue Menschen kennenzulernen, mal etwas Neues auch in mein Leben zu lassen, dann machen Sie heute mit bei unserer Verlosung, denn das ist nicht alles, was Sie heute bekommen. Nein, zum Abschalten gibt es auch noch ein paar tolle Bücher. Eigentlich ist es ein Buch aufgeteilt in vier Bücher, aber das hat uns ja Ilona Penner gerade hervorragend erklärt. Auf jeden Fall können Sie diesen schönen Roman auch noch in dem Paket enthalten bekommen, wenn Sie wie immer eine kaum lösbare Frage beantworten. Wie heißt denn eigentlich unsere Sendung? Ist das A, leichter Fegen, Zeit für dich, oder B, leichter Leben, Zeit für dich? Die Telefonnummern sind ja mittlerweile bekannt aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. 50 Cent kostet sie der Anruf. Bis 15 Uhr ist der Anrufbeantworter geschaltet. Also ein paar Minütchen haben sie noch Zeit, alles nochmal nachzulesen unter www.astrotv.de. Ilona, Musik, auch ein großes Thema in deinem Leben. Allerdings wirklich auch Musik, wo man sagen kann, das ist schon auch eine Art spirituelle Meditationsmusik gepaart mit auch irgendwie einer Form von schönen Texten, die Menschen ansprechen sollen. Also hat auch was mit Spirit zu tun. Also wie viel Spiritualität steckt zum Beispiel auch in deiner Arbeit, jetzt nicht unbedingt bei den Thrillern und nicht unbedingt in der Unterhaltung, aber was du da vielleicht auch noch verarbeitest, niederschreibst. Ja, das Allgemeine, was in der Lyrik halt so ist, ne, das sind die Gefühle, die Sehnsüchte, die Träume, die Wünsche. Ich bin jetzt niemand, der wo das Laute immer will, und ich bin eher so ein Sachte, ich lache zwar gerne, aber ich mag das Ruhige für mich, für meine Seele, mag ich das Ruhige einfach gerne, und das spiegelt sich eigentlich in meiner Lyrik auch wieder. Mhm. Das sind, wie man sich fühlt, schreibe ich in meine Texte, was in mir vorgeht. Eigentlich ist es sehr leicht, mich zu kennen oder kennenzulernen, wenn man meine lyrische Texte liest. Ne? Mhm.
Wir werden gleich mal reinhören, einen kleinen Auszug zumindest bekommen. Im Internet findet man natürlich auch einiges über dich. Bei YouTube habe ich auch ein bisschen was gefunden. Mhm. Also es gibt schon genügend Möglichkeiten, dich auch noch mal ein bisschen näher kennenzulernen, mehr über dich zu erfahren. Die Bücher an für sich nur über deinen Verlag zu beziehen oder auch ganz klassisch mittlerweile Amazon und wie es nicht, was es nicht so alles gibt? Die gibt es nur über meine Landingpage, also über meine Homepage mit dem Link auf Landingpage haben wir, glaube ich, mitgeliefert. Ja. Genau, das werden wir uns auch, also da können Sie auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Auch hier der kleine Tipp von mir, es ist immer so viel einfacher, wirklich die Namen einzugeben bei Google. Ja. Dann findet man dich auch sofort mit deiner Webseite und von da wird man dann eben auch weitergeleitet, um wirklich auch die Bücher, wenn man Interesse hat, natürlich zu bestellen. Musik, ist das auch im Vertrieb? Erst im Kommen. Das war jetzt mein erstes Lied, wo ich auch selber gesungen habe. Ich habe schon getextet für Mike Thomas, aber das war jetzt das Einzige, was ich jetzt für mich gesungen habe, sage ich jetzt mal. Der Mike Thomas hat selber mitgesungen. Da waren wir in Tirol, haben wir das aufgenommen und ja, es hat was. Das wollen wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen. Deswegen haben wir uns gedacht, schön ins Wochenende mit schöner Musik, mit ein bisschen Entspannung. Einen kleinen Ausschnitt werden wir jetzt gleich hören. Davor gucken wir aber natürlich nochmal auf den Spruch des Tages, was der uns heute noch mit ins Wochenende geben möchte. Den Himmel brauchen wir nicht in der weiten Welt zu suchen. Er ist in uns. Die Monika Minder schon wieder. Das war's für diese Woche. Keine Sorge, wir kommen wieder Montag 14 Uhr. Da sitzen wir wieder hier mit dem leichteren Leben. Genießen Sie trotzdem das Wochenende, die freie Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns am Montag wiedersehen. Vielen Dank an meine Gäste. Schön, dass ihr da gewesen seid. Vielen Dank an Sie fürs Zugucken. Jetzt ein bisschen Fernseher aufdrehen, Musik laut machen und trotzdem dabei entspannen. Tschüss und Servus. Ja, die Himmel sind leer. Das dich in Liebe einst gefühlt, das hat im Schatten längst den Tod gespürt, liegt tief unten, so tief unten in mir. Denn die Tränen auf der Seele machen für all die Träume, die so zärtlich sind. Nur der Wunsch zu lieben führt in mir Regie. Doch die Tränen auf der Seele sterben nie. Vorbei der Wunsch zu träumen von der Zeit. Dafür ist meine Sehnsucht viel zu weit, viel zu weit, endlos weit von dir fort. Das Spiel ist nur noch die Erinnerung, die Erinnerung. Wir waren viel zu frei und viel zu jung. Zu jung und verliebt, so verliebt jedes Wort. Denn die Tränen auf der Seele machen blind, blind für all die Träume, die so zärtlich sind. Nur der Wunsch zu lieben führt. Auf der Seele machen blind, blind für alle Träume, die so zärtlich sind. Nur der Wunsch zu lieben führt in mir Regie, doch die Tränen auf der Seele sterben.
Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Dabei hat der Redakteur keinen